Hallo Leute, willkommen zu unserer letzten, erstmal vorerst letzten Mandalorian-Folgenbesprechung oder auch Recap, wie man es im Französischen nennt. Wieder mit dabei ist der... Der Matze, hi Leute. Genau, und ja, die Folge hieß Die Befreiung und der Folgentitel ist eigentlich auch so, ja, ne, steht eigentlich für die Folge so. Also genau das passiert eigentlich auch in der Folge. Ganz genau. Und zwar versuchen Mando und seine Freunde, also Cara Dune zum Beispiel, und die holen auch noch Bo-Katan dazu, Boba Fett und seine Helferin, versuchen halt Baby Yoda aus den Fängen von Moff Gideon, von seinem leichten Kreuzer zu befreien. Und ja, das ist im Prinzip auch so die Story der Folge, würde ich sagen, ne? Ja, ganz genau. Und ich würde sagen, die Folgenzusammenfassung halten wir sehr kurz, ne? Also ich würde sagen, das ist jetzt auch so damit beendet erstmal. Und reden viel mehr über die Sachen, die passiert sind und die vielleicht noch passieren werden. Weil das Erste, was wir gesehen haben, war im Prinzip, das Interessante war, waren halt die Dark Trooper, die hier wieder zum Einsatz kamen, beziehungsweise einer erstmal. Und der hat sich mit Mando gekloppt, ne? Ja, genau. Ja, Mando sah da auch recht alt aus. Der hat dann gegen allen ja, ein bisschen gekämpft. Hat dann festgestellt, dass die so ziemlich, ja, zumindest im Kampf gegen ihn, unzerstörbar wirken. Und er hatte auf jeden Fall sichtlich Probleme, gegen den einen überhaupt anzukommen. Und hinter einer Tür, die er noch kurz vorher schließen konnte, wo nur dieser eine durchgekommen ist, da steht noch viel mehr von denen. Ja, ein paar, ne? 20, 30 von denen so, ja. Und mit, ja, mit einem hat er so gerade eben geschafft. Und die anderen, die konnte er dann aus dem Raumschiff kurzfristig befördern. Mit einem Knöpfchen, wo er die Tür zum Weltall quasi aufgemacht hat. Ja, genau. Und dann kam eigentlich auch schon direkt der Kampf gegen den Moff. Da war dann Mando gegen den Moff. Und ja, Mando hat halt den Stab gezogen, diesen Speer, diesen Beskar-Speer, den er vor ein paar Folgen bekommen hat. Und kämpft dann halt gegen Moff Gideon mit seinem Darksaber dann. Ja, Mando konnte gewinnen. Er hält das Darksaber, die gehen dann halt in den Kontrollraum, wo alle schon warten. Und dann versucht der Moff natürlich zu provozieren und zu gucken, dass er die möglichst gegeneinander aufbringt und sagt, hey, Bo-Katan, eigentlich musst du jetzt gegen Mando auf Leben und Tod kämpfen, weil sonst bist du ja gar nicht das Darksaber würdig und du kannst ja nicht mehr die neue Herrscherin von Mandalore werden. Darauf gehen die aber dann eigentlich gar nicht mehr so viel weiter ein, weil... Just in diesem Moment, als sie das besprechen, kommen nämlich die Dark Trooper wieder. Und man sieht halt wirklich, wie die halt zum Raumschiff wieder geflogen kommen. Wir dachten erst, okay, die sind jetzt weg. Aber falsch gedacht, die kommen dann ran und wollen den Moff befreien. Und das Kind auch verschoben, hat er gesagt, aber den Rest würden sie halt umbringen. Ja, und sie schließen dann die Panzertür zum Kontrollraum und sind damit zumindest fürs Erste sicher. Ja? Genau. Ja, währenddessen durchstreifen die Dark Trooper dann das Raumschiff mal eben und dringen auch bis zur Tür vor. Fangen an, im ordentlichen Takt gegen die Tür zu boxen, die sich auch kurz darauf anfängt zu verbiegen. Mhm. Ja, und unsere Truppe im Kontrollraum, die bereiten sich natürlich schon mal auf den Kampf vor. Die ziehen schon mal die Waffen, ziehen schon mal auf die Tür, sind angespannt natürlich. Und ja, dann passiert was Unerwartetes, nicht wahr? Ja, und zwar ist das Unerwartete... Für die Überleitung schon mal danke, dass dann auf einmal ein X-Wing vorbeikommt. Und ich denke, jeder, der sich so ein bisschen mit Star Wars, der eigentlich die Filme gesehen hat, das reicht schon, der weiß eigentlich, A, wurde vorher gesagt, okay, Grogu steht jetzt in Verbindung mit den Jedi teilweise, beziehungsweise die können ihn jetzt wahrnehmen. Und B, ein X-Wing, und das kann ja eigentlich nur einer sein, ne? Darth Vader. Genau richtig. Und zwar kann diese Kombi Jedi plus X-Wing, wenn man mal so überlegt, in welcher Zeit das spielt, nämlich nach Episode 6 eigentlich nur eines bedeuten. Und zwar, dass ja, ein Herr namens Luke Skywalker auf einmal das Schiff betritt und ja, die Dark Trooper zu Kleinholz verarbeitet. Ja, da wo vorher noch Mando mit allem schon mächtig zu tun hatte, ja. Da geht er da quasi wie im Spaziergang eigentlich durch, haut da mal so ein bisschen auf den Kopf drauf, zerspaltet ein paar von denen. Also relativ entspannt tatsächlich, blockt die Schüsse halt ab. Das ist, also für ihn ist das wahrscheinlich ungefähr so schwierig wie eine Shoppingtour durch die Innenstadt, während Mando da
bei einem echt alt aussah und der Kampf gar nicht so eindeutig gelaufen ist. Ja, das ist natürlich eine Machtdemonstration, die man nicht besser hätte darstellen können. Und am Ende kommt sogar noch so ein vernünftiger Move, sag ich mal, wo einer mal eben zerquetscht, so, ne? Ja. Packt da einen von diesen Troopern mit seiner Hand einfach und zerquetscht ihn einfach kaputt. Ja, genau. Und vor allen Dingen, was ich dabei so schön fand, war wirklich dieser Aufbau. Man hat halt gesehen, okay, er kommt mit dem X-Wing an und auf einmal drehen sich alle Dark Trooper um zum Fahrstuhl. Ja. Und in dieser Überwachungskameras, wo die anderen das beobachten, hörst du dann auf einmal nur so eine, ja, Gitarrenmusik, so ein leichtes Klimpern. Genau. Da habe ich schon eigentlich übelste Gänsehaut bekommen. Ja, und dann ging es dann halt los mit dem Kampf, wie du schon sagst. Am Ende zerdrückt er dann tatsächlich einen von diesen Dark Troopern einfach mal so wie so eine Cola-Dose. Ja, und dann ist erstmal Stille und dadurch, dass Grogu die ganze Zeit zu den Monitoren rennt, um quasi zu signalisieren, okay, der ist netter, kommt dann auch der Mandalorian an und sagt, ey, lass den doch mal rein. Gesagt, getan, der wird reingelassen und ja, es ist tatsächlich Luke Skywalker. Wir dachten erst, okay, spielt den jetzt wirklich Sebastian Stan, wie es erst vermutet wurde, weil die waren ja, glaube ich, auch, soweit ich weiß, in Verhandlungen. Leider noch nicht. Erstmal war das jetzt nur Mark Hamill, der digital verjüngt wurde, sogar relativ gut. Also ich habe das nur in Close-Ups eigentlich gesehen, dass er verjüngt wurde. Ja, sah echt super aus. Und die haben das vorher auch gut gemacht, dadurch, dass er halt wirklich die ganze Zeit so eine Kapuze trug, ne? Ja, genau. Ja, vorher wurde von zwei Stuntleuten gespielt, wie ich gelesen habe, die dann den Kampf übernommen haben. Ja, und Mark Hamill, der ist dann jetzt hinterher zum Einsatz gekommen, als das Gesicht dann zu sehen war, ne? Dann digital verjüngt natürlich. Und das war natürlich auch kongenial mit diesem, mit dieser Kappe, ne? Ja. Weil dadurch, wie du schon gesagt hast, konnten sie easy Stuntleute nehmen für den Kampf und am Ende Dialogszene dann halt Mark Hamill verjüngt. Genau. Das war wahrscheinlich teurer als der Rest der kompletten Folge, aber es hat anscheinend ziemlich gut funktioniert. Ja. Also ich glaube, bis zum Ende wussten wir jetzt eigentlich nicht so wirklich, ob er das jetzt ist oder nicht. Nee. Erst am Ende, als er dann Grogu mitnimmt, der dann selber entscheiden durfte, beziehungsweise der auf die Erlaubnis von Mando gewartet hat, dieser hat dann auch seinen Helm ausgezogen und hat mit ihm noch ein paar Abschiedsworte an ihn gerichtet. Und hat auch ein bisschen Pipi in die Augen bekommen, das war ganz schön eigentlich. Und eine ganze Ecke besser, wie es halt in der letzten Episode war, nämlich. Ja, ganz was anderes. Letzte Episode war ja noch wirklich, dass man dann gesagt hat, okay, man merkt irgendwie, dass so ein bisschen, ja, ist natürlich, merkt man auf hohem Niveau, aber war gut. Sie halt versucht haben, das so zu triggern, aber das hat dann null funktioniert. Ja, und so kann man jetzt, glaube ich, ziemlich eindeutig sagen, dass das ein würdiges Ende für die zweite Staffel ist. Was auf jeden Fall das erste sogar noch übertrumpft, ja. Meiner Meinung nach, bei Weitem. Bei weitem, ja. Vor allen Dingen haben wir hier mal eine schöne Demonstration dessen, dass Grogu dem Mandalorian tatsächlich ans Herz gewachsen ist. Ne? Weißt du, wo man auch eine schöne Demonstration hat? Hm? Das Laserschwert sah geil aus, der Ton vom Laserschwert war geil. Endlich vernünftiges Laserschwert. Weil ich die ganze Zeit drauf gewartet habe, jetzt das Laserschwert da. Vor allen Dingen, weißt du, was mich die Szene erinnert hat? Was? Für die Leute, die Rogue One noch nicht gesehen haben, falls da draußen jemanden gibt, würde ich jetzt vorschlagen, dass ihr kurz ein paar Sekunden weghört. Und zwar gibt es in Rogue One am Ende eine Szene, wo dann tatsächlich Darth Vader auftritt. Und da geht dann auch der Fahrstuhl auf, alles ist dunkel und man sieht dann quasi, wie das Lichtschwert angeht und den Raum erhält. Und er säbelt halt alle Rebellentruppen da einfach mal weg in den Gang. Mit einer ziemlich epischen Musik und das hat mich daran erinnert tatsächlich. Okay, vielleicht war es sogar daran angelehnt. Ich vermute es fast, ja. Aber die Qualität, ne, das kann man glaube ich echt eindeutig sagen, die steht dem Film in gar nichts nach, wenn das nicht sogar besser gemacht ist. Das würde ich auch fast sagen, ja. Also mir ist da jetzt technisch fast nichts aufgefallen, wo ich gesagt hätte, alter Schwede, das geht gar nicht. Am Ende vielleicht am Fahrstuhl, wo man aus der Entfernung dann Lukes Gesicht gesehen hat, da hat man schon hart gesehen, dass es dann CGI war, ja. Wobei, da musst du aber auch dann wieder genau an die Stelle gucken, ja, damit du es siehst, ne? Genau. Das wurde einem nicht so ins Gesicht gedrückt und das ist eigentlich genau der richtige Einsatz von CGI, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Nicht ins Gesicht drücken, schön im Hintergrund und unterstützend für die praktischen Effekte. Ja. Und ja, Luke nimmt dann Grogu mit, die verschwinden und damit endet auch die zweite Staffel vorerst von Mandalorian. Nach den Credits gab es dann noch eine Szene, wo dann Boba Fett, man sieht erstmal den Palast von Jabba und dann geht halt Boba Fett quasi in Jabbas Palast und
Ja, man findet das Helferlein von Jabba wieder, der wirklich sitzt in dem Thron und einen auf King macht. Und dann kommt halt Jabba an, Jabba, ja. Und dann kommt halt Boba Fett an und mit seiner Helferin und ja, säbelt die alle weg. Der eine hier, das Helferchen von Jabba, will dann noch sagen: Ey, Boba, ich habe Gerüchte gehört, dass du noch am Leben bist. Wie geht's dir, alter Kumpel? Ja. So ungefähr. Und dann schießt Boba den auch noch weg, setzt sich auf den Thron und es erscheint ein Text, der uns sagt, dass nächstes Jahr eine Boba Fett-Serie kommt, nämlich The Book of Boba Fett in Dezember 21. Genauso wie die dritte Staffel The Mandalorian. Das ist nämlich schon bestätigt. Die soll nächstes Jahr im Dezember kommen tatsächlich. Und ja, damit war es das dann erstmal mit Mandalorian, ne? Genau. Und wie eigentlich immer, was würdest du dieser Folge geben von 1 bis 10 auf der Skala? Diese Folge würde ich auf jeden Fall sagen, für Mandalorianer-Verhältnisse eine 10. Ja. Das ist die allerbeste Folge bis jetzt, definitiv. Wie gesagt, endlich Laserschwerter, richtig geil. Die Stimmung war richtig geil. Ja, das Look aufgetaucht, ne? Natürlich super episch, gut aufgebaut. Ja, besser hätte man das echt nicht machen können. Ne? Musikalische Untermalung ist wieder on point. Also was will man mehr? Ich glaube, die Länge der Folge war auch ganz okay. Ja, die war gut, würde ich sagen, optimal. Ja. Und vor allen Dingen auch der Soundtrack, muss man nochmal betonen, hier bei den Dark Troopern gab es auch dann wieder einen neuen Soundtrack zu hören. Ja. Sehr mechanisch, passend halt dann zu den Robotern auch. Genau. Und wieder sehr stimmig inszeniert, ja. Was gebe ich dir? Man muss mich eigentlich gar nicht fragen, was der Folge geben soll, weil das wird eh nicht sehen. Ja. Es ist Luke zu sehen, er schnetzelt alles weg in sehr schöner Lichtschwertmanier. Ja, was willst du da anderes geben als erzählen, ne? Ja, das war's erstmal mit Mandalorian. Habt ihr die Folge schon gesehen, wie immer? Wie fandet ihr das Ende? Fandet ihr das blöd, dass Luke aufgetaucht ist oder geil? Ich glaube, das fand jeder geil eigentlich, würde ich mal behaupten. Auf jeden Fall. Und ja, schreibt's in die Kommentare. Daumen hoch ist immer gut, genauso wie ein Abo. Und wie immer, vielen Dank, dass du dabei warst. Sehr gerne, jederzeit. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und ich würde sagen, man sieht sich. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.